meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Bei mir ist die Glossybox angekommen und ich bin schon mega gespannt drauf, was hier drin ist. Und ich habe euch gerade einen Look abgeschminkt mit dieser Palette. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das... Ich glaube, ich werde es erst nach der Glossybox online stellen. Also bleibt gespannt und schaut auf jeden Fall vorbei, wie dieser Look hier entstanden ist mit der Palette. Und ja... Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit der Box. Hier ist sie drin. Ich habe sie schon mal aus dem Umkarton befreit. Kommt ja momentan immer in so einer rosanen Box drin. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt direkt mal rein. So sieht das Ganze hier von innen aus. Hier kommt mir auch gleich was entgegen. Und zwar ist es diese hier Karte hier mit dem Papagei drauf. Ist sehr, sehr schön. Is it too late now to say sorry? Und hier hinten steht drauf, wir bedanken uns, und zwar bei dir. Du einzigartiger, süßer, lebenshungriger und emotionaler Beauty-Liebhaber. Danke für deine Treue und Neugier, dein Interesse und dein Vertrauen. Du bist das Wichtigste von dieser aufregenden Beauty-Reise und unsere Motivation Tag für Tag. In der letzten Woche wurden unsere Beziehungen auf die Probe gestellt und für die Schwierigkeiten möchten wir uns ganz herzlich bei dir entschuldigen. Aber du bist an unserer Seite und darüber freuen wir uns riesig. Mit dieser Beauty-Überraschung möchten wir dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern und hoffen, dass du noch lange unser treuer Begleiter bleibst. Ja, hier auch nochmal dieser Text drauf. Genau, dein Marc, Geschäftsführer von Glossybox. Genau, da gab es ja jetzt Anfang des Jahres durch eine Umstellung größere Lieferprobleme. Davon habe ich jetzt zum Glück nicht ganz so viel mitbekommen. Also sie kam schon ein bisschen später, aber so spät wie bei anderen, dass sie erst im darauffolgenden Monat wirklich ankamen, hatte ich es jetzt nicht. Hier ist einmal das Glossy Magazin und das Thema diesen Monat ist Rainforest. So sieht das Paket hier von innen schon mal aus. Und mach die auf. Hier haben wir eine Leseprobe, hat mich schon lange nicht mehr dabei. Ich kann es nicht aussprechen, deswegen lasse ich es jetzt einfach mal. Das ist diese Leseprobe hier von dem Verlag Lux. Und Lux hat sehr, sehr, sehr gute Bücher. Also da werde ich auf jeden Fall mal reinlesen. Dann haben wir hier so eine Karte und zwar von Hello Body. Natural is glamorous. Okay, das sieht so aus. Und zwar ist hier ein Coco Soft Detox Night Face Lotion drin. Und mit dem Code BEAUTYSLEEP bekommt ihr 20%. Also wer sich für die Hello Body Produkte interessiert und Rabatt sparen möchte, hier, ich könnte es lesen, BEAUTYSLEEP, dann kriegt ihr 20% auf die Produkte. Genau. Dann haben wir hier immer noch, also das wird ein Goodie gewesen sein. Und jetzt habe ich hier, ich zähle jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte drin. Und hier ist auch im gleichen Design wie diese Entschuldigungskarte ein Produkt drin. Finde ich mega schön designt. Und zwar ist das Natural Cognac Sponge von Spa2You. Benefits, 100% aus natürlich pflanzlichen Fasern, 100% biologisch abbaubar, ohne zusätzliche Konservierungsmittel, ohne Zusatz von Chemikalien, pH-neutral. Der Cognac-Schwamm reinigt und pflegt die Haut sanft. Seine von Natur aus weichen Fasern machen ihn zum perfekten Hilfsmittel für eine reine Haut. Für alle Hauttypen geeignet. Anwendungstipps: In Wasser eintauchen, anschließend überschüssiges Wasser ausdrücken, mit oder ohne Reinigungsschaum in kreisförmigen Bewegungen behutsam über das Gesicht, Dekolleté oder Körper streichen, nach jeder Anwendung sorgfältig ausspülen und auswringen, an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und alle 8 bis 10 Wochen auswechseln. Genau, ich glaube, von der Größe her wird der auch gut fürs Gesicht geeignet sein als Peeling. Hier steht auch nochmal drauf, 100% vegan. Oh doch, der ist doch ganz schön groß. Na. Also so sieht dieser Schwamm jetzt hier aus. Der ist hier so abgerundet. Der hat auch hier so einen kleinen Faden dran, dass man ihn noch aufhängen kann. Und ist mega leicht.
Aber da bin ich ja schon mega gespannt drauf. Ja, dann kommen wir zu einem Produkt von DM Alverde, Naturkosmetik, die Professional Strip Foundation in 10 Light. Sieht so aus, sind 30 ml. Verleiht ein seidig zartes Finish für ein makelloses, frisches Aussehen. Die getönte und die farblose Formulierung verschmelzen beim Auftragen sanft miteinander. Die leichte Konsistenz lässt sich gleichmäßig auf dem Gesicht verteilen und in Teilen ebenmäßig erscheinen. Enthält Mangobutter und Magnolienextrakt. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt, vegan. Also, jetzt probieren wir das Ganze hier mal aus. Also es kommt auf jeden Fall in zwei Komponenten hier rüber. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und zwar ist hier das einmal weiß und einmal halt so foundationfarbend. Verteile ich jetzt einfach mal. Ich habe übrigens die Farbe 10 Light bekommen. Und wenn ich das jetzt hier so auf dem Handrücken verteile, braucht man schon sehr lange, bis man das gleichmäßig vermischt hat durch diese zwei Phasen. Und man wischt sich das gleichzeitig auch wieder weg. So, aber das, ob ich, kann ich das? Also es löst sich hier auch wieder, wenn man zu lange drüber reibt. Also weiß ich noch nicht so. Also ich bin ja von den Alverde Foundation Produkten irgendwie überhaupt nicht überzeugt. Auch ich hatte ja schon mal einen Primer von Alverde und der war auch so, dass der einfach so gekrümelt hat. Und das brauche ich nicht bei einem Produkt, aber ich werde es auf jeden Fall mal testen. Als nächstes ziehe ich hier aus der Box eine Humble Brush. Die sieht so aus. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal in Geschäften gesehen. Aber ich habe eine elektrische Zahnbürste und deswegen habe ich mir die nie mitgenommen. Aber generell ist es eigentlich ein cooles Konzept, denn die ist komplett aus Holz und natürlichen Fasern. Sie ist vegan und 100% recycelbar. Kommt hier nochmal in so einer Papierverpackung, was ich auch sehr interessant finde. Ja. Das ist ja auch süß. Steht hier so ein kleiner Text. Und hier steht auch dabei, Zweifel nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen die Welt verändern kann. Tatsächlich ist dies die einzige Art und Weise, in der die Welt jemals verändert wurde. Stimmt eigentlich. Es gibt immer jemanden, der ziemlich alleine mit einer Meinung ist, aber irgendwann verändert sich trotzdem etwas. Und ich meine, wenn sowas funktioniert, hier steht auch drauf, das ist eine Bambuszahnbürste. Ich lese euch das mal vor, was hier hinten drauf steht. Wusstest du, dass jährlich 3,6 Milliarden Plastikzahnbürsten produziert werden? Ein erschreckend großer Teil davon landet leider in den Ozeanen und im Müll. Diese Humble Brush wird dir dank die nicht dazugehören. Anders als die gewohnten Plastikzahnbürsten hat die Humble Brush einen Griff aus 100% biologisch abbaubaren, nachhaltig angebauten Bambus, der am schnellsten wachsenden Pflanze der Erde. Bambus wirkt außerdem von Natur aus antibakteriell, sodass keine Dünger oder Pestizide beim Anbau benötigt werden. Danke, dass du humble bist, es wirkt. Die Verpackung ist aus recyceltem Material hergestellt. Die innere Umhüllung ist aus pflanzlichem Material und kompostierbar. Also ihr könnt diese Hülle von der Zahnbürste wirklich auf den Kompost schmeißen. Sehr interessant. Sicher, vegan und verifiziert, frei von Bisphenol A und BPA. Ja. Sehr, sehr interessant. Werde ich auf jeden Fall trotzdem, dass ich eine elektrische Zahnbürste habe, testen. Ja. Das nächste Produkt hier ist von Tracalmoon und zwar ein Körperspray, Water Mint Rain. Oh, das riecht wirklich nach Minze. Richtig, richtig lecker nach Minze, richtig erfrischend. Also für den Sommer genau das Richtige. Oh, toller Duft. Riecht so ein bisschen nach Brennnessel auch, finde ich. Ja, sehr, sehr lecker. Das nächste Produkt ist von Karl Lagerfeld in Zusammenarbeit mit Model Co. oder Model Co. mit Lagerfeld, wie auch immer.
Baked Blush Light Beige. Das sieht hier so aus. Ihr habt im Endeffekt einmal einen Lagerfeldkopf drauf. Als Blush würde ich das jetzt hier nicht sehen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich den jetzt hier mal geswatcht. Also es schaut echt nach einem guten Highlighter aus. Oh ja. Sehr, sehr schön. Keinen Glitzer oder so drin. Einfach nur so einen schönen Schimmer. Ich weiß nicht, ob ihr den erkennen könnt, doch. Ich glaube schon, ne? Sehr, sehr, sehr schöner Schimmer. Gefällt mir richtig gut. Also als Blush, nein. Als Highlighter, ja. Und das letzte Produkt ist von Kokostar, die Slice Mask Sheet Cucumber. Diese hier. Habe ich schon oft jetzt beim DM angeschaut. Und das sind ja diese einzelnen Scheiben, aber die ist ja nicht gerade günstig. Und jetzt bin ich froh, dass hier eine drinne ist. Sie ist feuchtigkeitsspendend und beruhigend. Gurkenextrakt, Kurkumaextrakt, Extract de Concombrate. Ist Kurkuma vielleicht das gleiche wie die Gurke? Muss ich mal googeln. Klappt schon. Hier hinten steht drauf: Die Gesichtsmaske mit Vitamin C spendet intensive Feuchtigkeit. Anwendung: Scheiben auf gereinigtes und trockenes Gesicht auflegen. Produkt 15 bis 20 Minuten einwirken lassen. Überschüssiges Serum in die Haut einmassieren. Aufbewahrung. Okay. Außer Reichweite von Kindern, trocken, kühl. Genau. Und seht ihr das? Das sind hier so richtig coole Scheiben. Und ja, also da bin ich echt mal mega gespannt drauf. Und die sind richtig dick, fest mit Fett und Flüssigkeit drin. Ja, jetzt schauen wir mal hier in das Glossy Magazin rein, was es sonst noch gegeben hätte und was die Produkte so kosten. Ah, La Rosa Flowers, 15% Rabatt mit Glossy 15. Also wer sich hier so Rosen bestellen möchte, Glossy 15 bis 30.06. könnt ihr bestellen. Als erstes haben wir hier diesen Blush drin oder Highlighter von Model Co. Hier steht auch Highlighter drin. Also hier steht Baked Blush drauf und hier steht Highlighter dabei. Genau. Und der soll kosten 20 Euro mit 3,5 Gramm. Sind hier 3,5 Gramm drin? Ich glaube schon. Ja, hier vorne steht es drauf. Also 3,5 Gramm, das Originalprodukt, 20 Euro. Die Maske hier kostet 3,95 Euro. Ja, dann kommen wir auch schon zur Seite mit Tracking Moon. Und hier habe ich ja das Körperspray. Bin ich ganz froh drüber, dass ich keine Bodylotion drin habe, weil ich habe mehr als genug Bodylotion. Und die Bodylotion von Tracking Moon gehören nicht zu meinen Favoriten. Und das Produkt hier kostet 2,95 Euro, ist ein Originalprodukt. Hier steht als kleiner Tipp noch dabei, kurz in den Kühlschrank gestellt, wirkt das Spray noch erfrischender. Genau. Dann dieser Cognac-Schwamm. Ich weiß nicht, wer stellt den denn hier? Ach, hier, Spa to You, das hatte ich ja schon vorgelesen. 9,90 Euro das Stück. Das Design ist speziell für die Glossy Box gemacht worden. Ja, es hätte drin sein können von René Furterer Paris. Karité Hydra Feuchtigkeitsspendendes Shampoo. Das hätte drin sein können. Es hätte drin sein können von Palmolive eine Handseife. Bin ich froh, dass ich sie nicht drin habe. Und die Zahnbürste halt. Die Zahnbürste kostet übrigens nur 3,95 Euro. Also ich glaube, da kann jeder mal ausprobieren, ob er mit dieser Bürste zurechtkommt oder nicht. Und es ist mit Sicherheit ein guter Beitrag wirklich für die Umwelt, weniger Plastik zu verwenden. Es hätte drin sein können von Elizabeth Arden 8 Hour Cream Skin Protectional The Original eine Skin Creme. Ja, eine Feuchtigkeitscreme. Die hier. Von Betty Barclay hätte ein Soft Shower Schaum dabei sein können.
auch sehr interessant. Das hätte mich auch sehr gefreut. Sanssouci finde ich ja momentan wirklich sehr, sehr gut. Da habe ich auch eine Augencreme von, die wirklich schön Feuchtigkeit spendet. Und ich hatte auch schon in einer Glossybox eine Maske von denen drin. Und das sind wirklich Feuchtigkeitsbooster. Und das hätte hier drin sein können. Cleansing Reinigungsmilch und Cleansing Gesichtswasser. Ja. Das wären die beiden Produkte hier gewesen. Ich denke aber, von Sanssouci werde ich auf jeden Fall noch mehrere Produkte ausprobieren, weil ich momentan sehr, sehr begeistert bin von den Produkten. Es hätte drin sein können von Schwarzkopf, Glam Vital Naturwunder Haarmaske Antispliss Olivenöl. Muss ich sagen, habe ich noch überhaupt nicht in der Drogerie gesehen. Von Neutrogena hätte eine Hydro Boost Body Lotion Gel drin sein können. Die habe ich gestern bei Rossmann stehen sehen, die ist auch neu. Von John Frieda hätte ein Frizz Ease Traumlocken Conditioner drin sein können. Von Diadermin, das ist auch neu. Also finde ich cool, dass hier so viele Neuheiten drin sind und ich eigentlich so wenig Neuheiten in meiner Box hatte. Okay, also auf jeden Fall hätte von Diadermin Lift Plus revitalisierender Vitamin C Booster drin sein können. Dann habe ich die Alverde Naturkosmetik Professional Stripped Foundation Light und Light Medium hätte drin sein können. Die kostet original 4,95 €. Und es hätte von Alverde drin sein können eine Naturkosmetik Professional Stripped Rouge. Genau. Also die Produkte hätten drin sein können. Von BB bei Bettina Borty Body Boom Creamy Shower hätte drin sein können. Exotisch fruchtiges Duscherlebnis. Wolke aus Karamell Toffees. Aha. Von Now bei Equilibria Gel to Milk Cleanser. Okay. Hätte drin sein können. Das Dove Volumen Shampoo hätte auch wieder drin sein können. Das hatte ich ja letzten Monat schon. Von Bell Hypoallergenic Pore Correcting Primer hätte ich auch sehr, sehr gerne drin gehabt. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Hätte ich gerne ausprobiert. Von Love hätte ein Nagellack drin sein können. Den habe ich schon. Von Love Me Green regenerierende Intensivcreme für den Tag, für die Nacht. Und Femme Mars Professional Hair Serum. Genau, also die Produkte hätten hier noch drin sein können. Okay, das ist auch interessant zu wissen. So geht Recycling mit der Humble Brush. Step 1, Nylonbürsten mit einer Zange entfernen. Also ist hier trotzdem noch Plastik dran. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Steht auch hier, glaube ich, nicht so drauf. Ja, also hier steht nur was zu dem Griff drauf, aber zu der, zum Bürstenkopf selber steht hier nichts drauf. Und hier in dem Magazin steht drin, Nylonbürsten mit einer Zange entfernen. Griff reinigen, im Garten auf dem Balkon kompostieren, als Stütze für Zimmerpflanzen oder Blumen und Gemüsebeete nutzen, in der Küche als Rühr- und Mischhilfe einsetzen. Okay, wenn ich es schon in der Zähne hätte, möchte ich es nicht unbedingt in der Küche verwenden. Zum Anrühren von Farbe oder Kleister verwenden. Okay, das kann ich mir nur vorstellen, aber jetzt für die Küche, nee. Ja. Ah, die Next Edition, Leute. Also die Next Edition im Mai schaut schon mal sehr interessant aus und ich glaube, das wird wieder eine Special Box, ein Special Design. Und zwar die Comic Edition. Der Mai wird fantastisch, grotesk und monströs. Monströs, schön. Werde mit deiner neuen Glossy Box Comic Edition zur Beauty-Heldin deines eigenen Abenteuers. Wir überraschen dich nicht nur mit einer Box im monsterstarkem Special-Design, also wie schon vermutet, sondern nehmen dich mit in unsere coole Welt voller kreativer Looks, witziger Beauty-Hacks und absoluter Must-Have-Produkte für den Spätfrühling. So sieht das Design schon mal aus. Also in die Richtung wird es gehen. Finde ich sehr, sehr interessant. Und hier sind auch noch mal Produkte abgebildet und ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich
in der nächsten Box sowas mit dabei ist. Ja, bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf. Und das war's jetzt mit der Glossy Box. Mir hat sie sehr gut gefallen. Also der Highlighter spricht mich mega gut an. Das Body Spray hätte ich mir selber nicht gekauft. Riecht aber echt erfrischend lecker, gerade jetzt für den Sommer. Und ja, die Foundation, weiß ich noch nicht, ob ich die wirklich mag. Den Cognac Sponge kann man gut für das Gesichtspeeling verwenden. Und auch die Maske finde ich mega interessant. Und ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt und ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, klickt hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, euch beim nächsten Mal wieder mit dabei haben zu dürfen. Und ich würde sagen, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!